Einen schönen guten Morgen, alle zu Hause und hier vor Ort, die Anwesenden. Wir sind in der Morgenaktivität viermal unterwegs. Wir haben gestern begonnen. Vielleicht sind auch online ein paar neue dazugekommen. Ich möchte ganz kurz aufgreifen, um was es an diesen Morgenden geht. Und dann wollen wir darauf aufbauen, was wir gestern schon begonnen haben. Wir beschäftigen uns mit Bewegungsprinzipien, die nicht nur für uns als Menschen gelten, sondern überall auch in Naturprozessen zu beobachten sind. Diese verschiedenen Bewegungsprinzipien, die ich jetzt an diesen vier Morgen darstelle, je in drei Grüppchen, also in vier Gruppen, aber drei Bewegungsprinzipien, machen insgesamt 12 aus. Und diese Reihe hat Steiner als die sogenannte Evolutionsreihe gegeben. Das ist ein Prinzip, eine Folge von inneren Lebendigkeitsprinzipien, die man überall entdecken kann, wo Leben stattfindet. Und ein Knallersatz, den er da dazu gesagt hat, mündlich einer ersten Eurythmistin: Wenn Sie diese Folge von diesen 12 Bewegungsprinzipien lauten, wir sagen Buchstaben, innerlich verstehen und nachvollziehen können oder sogar selbst hervorbringen können, können Sie selbstständig Lebensprinzipien entdecken. Wenn Sie das durchschauen, wenn Sie selbst damit umgehen können, hätte ich alle meine Vorträge nicht halten müssen. Er hat über 6000 Vorträge gehalten, wirklich von Alpha bis Omega, vom Urbeginn bis in die Zukunft. Das heißt, er gibt einen Goldschlüssel, den wir in uns in Bewegung bringen können, den wir schulen können, damit wir selbst Blockaden in unserer Biografie, wie ich meine Kinder begleiten soll, was ist denn jetzt dran, wieso geht das da nicht weiter, wieso tobt das kleine Kind rum, wieso bockt irgendwie die 14-Jährige und sagt, lass mich doch sein, ich will selber. Kann man überall reinschlüpfen, um die inneren Bezüge besser beobachten und verstehen zu lernen. Also 12 verschiedene Prinzipien. Wir haben gestern uns mit BMD befasst. Wir greifen das nochmal kurz auf und bauen darauf dann die drei nächsten auf. Das B ist das Prinzip, dass wir in unserem Umkreis, ob 1 Meter, ob 10 Meter, ob über dieses Haus hinaus, über den Wald, ausgreifen und aus diesem Überblick einen Fokus bilden und aus diesem Umkreis eine Verdichtung, eine Konzentration, ein Interesse für einen speziellen Moment herstellen. Meine ganze Aufmerksamkeit holt im Prinzip ganz weit aus und verdichtet sich entweder die Frage, wie geht's denn meinem Kind? Wo stehe ich heute in meiner Biografie? Wie möchte ich weitermachen? Ist es gut so, wo ich bin, wo ich in der Entwicklung stehe? Oder habe ich da in mir noch eine Frage, die ungelöst ist? Da muss ich auf die spezielle Fragestellung, auf das Bedürfnis, was ich habe, was ich jetzt in einem Punkt beschreiben kann, fokussieren. Und das muss ich nicht nur außerhalb probieren, sondern das kann ich mit mir innen. Versucht mal in euch. Wir haben gestern so begonnen, jeder hat mal die Hand auf den Solarplexus gelegt, vegetatives Nervensystem, Chakra, gibt es verschiedene Namen dafür, das ist ein Kraftzentrum hier. Das andere Kraftzentrum, ich muss immer aufpassen wegen dem Mikro, legen Sie aufs Herz. Da sind Sie emotional, gefühlsmäßig immer direkt betroffen, was Ihnen begegnet. Hier ist mehr Gefühlsenergie und hier ist Lebensenergie. Mal einseitig beschrieben. Und das findet in Ihnen allen, ob Sie es merken oder wollen oder nicht, findet statt. Ich sage das ein bisschen trivial, es ist ein Gratisprozess. Und wir können das aus dem Gratis rausnehmen, indem wir da hingucken und beobachten lernen. Gut loslassen, dahin atmen, die anderen um mich herum, die interessieren mich im Moment nicht. Ich muss erst mal bei mir ankommen. Es hat gestern Gerald Häfner wunderbar in seinem Vortrag rausgearbeitet,
bei sich ankommen, erstmal bei sich beginnen, da beginnt jeder Prozess, wie ich mich in die Welt stelle. Das hat mit Ruhe zu tun, mit Gelassenheit, mit Zuversicht, mit innerer Kraft. Das ist meine eigene Quelle. Und wenn man in eine Verzweiflung gerät oder kraftlos wird, immer nach innen andocken, weil das nimmt ihnen niemand weg. Das ist ihr eigener Schatz, das ist ihre Quelle. Man kann sich ins Bett legen, Decke drüber, man kann sich hinsetzen, man kann so spazieren gehen, in ganz verschiedenen Variationen, aber bei sich sein. Und jetzt bringen wir da eine kleine Desorientierung rein, indem Sie einfach ein paar Schritte nach rechts, links, vorne, hinten gehen und durch dieses Gehen trotzdem in der Mitte bleiben. Was die Füße da unten machen, was die Bewegung in meiner ganzen Gestalt auslöst, das ist alles nebensächlich im Prinzip zu dem Zentriertsein. Konzentration, Meditation, befindet sich alles in diesem Raum. Genau. Und jetzt muss das nicht so eng oder haftend an meiner Gestalt stattfinden, sondern dieser Energieraum, dieser Lebensraum, dieser Ätherraum, Sie merken, ich brauche verschiedene Begriffe, es kommt nicht darauf an, wie man es benennt. Es kommt darauf an, dass Sie eine Erfahrung von dieser Grundqualität haben. Und dann kann man dem im Prinzip auch XY sagen. Ist ja wurscht, wie das heißt. Dass Sie merken, das ist eine Realität, da greife ich drauf zurück. Sie verstehen es von hier. Das vegetative Nervensystem kapiert völlig, wir sagen Bauchgefühl. Ja, genau. Ich spüre, da ist was und der Kopf kommt nicht ganz mit, was es genau ist. Der kommt auch nicht überall mit. Der darf mal in zweiter Reihe stehen. Lassen Sie das einfach zu. Siesta, nach dem Urlaub, oh, ich bin wieder bei mir angekommen. Dieses Grundgefühl hat mit Wohlsein zu tun. Und das muss nicht nur so eng sein, das können Sie auch ein bisschen mit mehr Luft, mit mehr Raum um sich geben. Wenn man richtig strotzt vor Lebenskräfte, kann das auch so werden. Das kann auch so werden. Und da suchen Sie mal bei sich, wo fühle ich mich wohl? Da gibt es nicht ein besser und schlechter, da gibt es nur ein mehr oder weniger. Und das ist nicht jeden Tag gleich. Dass ich meinen eigenen Raum wahrnehme, da drin bin ich zu Hause und da hat mir keiner reinzugreifen. Das ist ein Schutzlaut, wenn Sie angegriffen werden, wenn Sie in Frage gestellt werden. Dann können Sie aufs Klo gehen, Tür zu und machen eine Minute lang so. Tönt ein bisschen komisch, aber das ist eine Realität. Wir schließen wie eine energetische Weste. Harry Potter hat so einen durchsichtigen Anzug. Der kann sich da rein versetzen und dann ist er unsichtbar. Innen sind wir unsichtbar für andere, wenn wir das schließen. Wenn wir so rumlaufen, steht die Tür offen und da sind wir angreifbar. Zumachen. Entweder mit Luft, mit Raum oder eben die ganze Gestalt halten. Die Arme, wurde ich gestern darauf angesprochen, sind Verstärker. Das ist nicht abhängig von diesen zwei Stängelchen. Die helfen mir mit, den Raum stärker zu ergreifen. Ich kann das auch ohne Arme machen. Nur das Problem ohne Arme ist, dass ich in den Kopf hochrutsche und mir vorstelle, ich mache jetzt einen Raum und eventuell kriege ich das hier oben, mit viel Übung kriege ich das überall hin. Das Problem ist aber, dass ich in der Vorstellung hängen bleiben kann. Und wenn Sie das mit den Armen mitbegleiten, haben Sie immer eine Referenz, eine sinnliche Beobachtung, was ich innerlich wirklich tue.
ob innen und außen dieselbe Dynamik hat. Ich kann natürlich auch innen so stehen und ich mache so. Das ist ein bisschen das Waldorf-Schulproblem. Okay, wenn die Tante will, dass ich so mache, dann mache ich das halt. Aber dann sehen Sie, das ist nicht authentisch, was ich innen mache. Dann ruder ich irgendwo so mit den Armen mit und das ist ein Zerreißen, das ist ungesund. Also wenn ich in meinen Unterrichtsstunden sowas sehe, dann sage ich, setzen Sie sich lieber hin und gucken Sie zu. Nicht zur Strafe, sondern dann ist die Kraft nicht da. Man hat nicht immer die Kraft. Es bringt nur, diese Arbeit bringt nur was, wenn ich die innere Bemühung, die innere Bewegung zusammenbringe, authentisch mit der äußeren Bewegung. Es ist nicht eine Hokuspokus-Bewegung, die dann irgendwas in mir macht. Das ist nicht so, weil das ist eine andere Dynamik, da ruder ich irgendwie rum. Also, so viel. Jetzt möchte ich Ihnen kurz was zeigen, das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Ich kam da den Weg hoch. Da sieht man diese jungen Buchen. Ein wunderschöner Raum und da drinnen ist ein Zentrum. Das ist B in der Natur. Da gibt es tausende von Beispielen da draußen. Und wenn man da hinguckt, kann man einfach entzückt sein, dieses Pflänzchen, was mal ein Riesenbaum werden könnte, fängt mit B an. Das ist erstmal hier punktuell fokussiert und hat einen Schutzraum, einen Lebensraum um sich herum. Können Sie das sehen? Und beim zweiten kommt aus diesem Knöpfchen, aus dieser Knospe, eine Bewegung raus. Und da sind wir schon im M, im zweiten Schritt. Also die Laute, diese Prinzipien, die sind nicht nur für Bewegungsinteressierte oder für Eurythmisten oder Anthroposophen. Das ist eine Allgemeingültigkeit, die durch die Eurythmie ins Bewusstsein gebracht werden kann. Das heißt, überall, wo Leben entsteht, kann man diese Dinge entdecken. Ich nenne das in meinem Buch, ich habe ja, kannst du das mal zeigen? Verwandlungskräfte der Eurythmie, da wird das im Detail beschrieben drin. Und es ist unabhängig von Religion und Denkgewohnheiten oder Vorstellungsmustern, sondern das sind Gesetze, die man nachvollziehen kann. Man kann, da drin wird beschrieben, dass man diese Lautprinzipien als Erkenntnisbrillen nutzen kann oder als Gestaltungswerkzeuge. Das ist mir wichtig jetzt heute, dass ihr das mal unterscheiden könnt. Ich kann im Erkennen und im Gestalten diese Reihe nutzen. Punkt, jetzt gehen wir von B, Innenraum bilden, geschützt sein, in eine Beziehung zu meinem Umfeld. Philipp Busche gestern Abend hat mit diesem Satz aufgehört, mit der Welt in Dialog treten. Das war eine M-Aussage. Dass ich aus meinem Innenraum mich selbst erfassen, beobachte, wie machen denn die anderen Menschen das? Ich habe eine Wahrnehmung und aus der Wahrnehmung bilde ich mir eine Begrifflichkeit. Machen wir andauernd, ohne zu merken, was wir die ganze Zeit tun. Ich gehe wieder raus, was stehen denn da für Leute bis da hinten auf der Bühne und die möchte ich alle erreichen. Kann ich auch mit der anderen Hand machen, raus, mich orientieren und dadurch habe ich einen Gewinn. In Dialog treten. Und das muss ich nicht nur mit einer Hand, das kann ich mit beiden, aus meinem Zentrum in die Wahrnehmung gehen. Was ist denn los in der Welt? Ich bilde mir Wahrnehmungen und aus diesen Wahrnehmungen bilde ich mir einen Begriff. Aha, überall ist es. Bei uns ist es noch ein bisschen anders als in einem anderen Land. Wie gestern Abend in der Schweiz ist es längst nicht so dramatisch und krass wie hier. Es gibt Unterschiede und das muss ich wahrnehmen. Und dieses Hin und Her ist in der Eurythmie als Grundmuster, es gibt tausende von Variationen, wird es immer so angebracht, ist auch richtig, dass die zwei Prozesse ineinander wirken. Eine Hand geht in den Umkreis von mir weg und die andere bringt mir die Antwort. Es ist eigentlich Frage und Antwort. Sprechen und Zuhören. In jedem Dialog findet dies statt. Steiner sagt, das ist der Heilerlaut. Ich würde sagen,
mit diesem Prinzip, nicht mit der Bewegung, aber mit diesem Prinzip kommen wir aus unserer Krise raus. Das ist nicht ein großes Wort. Was heißt das im Konkreten? Das muss man dann in jedem Schritt entwickeln, dass beide Aspekte vorhanden sind. In Dialog kommen, sich entfalten. Und durch diesen Dialog bekomme ich eine Sicherheit, Boden unter den Füßen. Und interessanterweise im dritten Schritt, im D, verlieren wir die Angst. Weil ich meine Wahrnehmung auf die eigene Begriffsbildung mir zur Grundlage schaffe. Dieses Flattern, wie geht das weiter und muss ich das alles? Ich bestimme selber, wo ich stehe. Es kommt eine Ruhe rein, aber auch eine Sicherheit. Vom Kopf über den mittleren Gefühls-, Herzensraum bis in die Beine, Füße, dass ich Grund unter den Füßen spüre. Und wenn ich den Grund unter den Füßen nicht verliere, bekomme ich keine Angst. Wenn das beginnt zu wackeln, ich habe mal auf Bali ein Erdbeben erlebt, das war sehr, sehr eindrücklich, haben wirklich die Scheiben geklirrt, da wurde mir bewusst, wir gehen einfach davon aus, dass uns die Erde hält. Wenn das aber beginnt zu wackeln, wir sind nichts, wir sind einfach darauf angewiesen, dass wir getragen werden. Und wir haben das die ganze Zeit, wir müssen es nur ins Bewusstsein holen, der Boden, der Grund hält uns, der klafft nicht einfach von jetzt auf nachher auf. Das senkelt uns. Und deswegen sage ich, B, M, D ist das Survival Set. Zentrieren, in Dialog treten und eine eigene Sicherheit, einen Standpunkt zu gewinnen, da stehe ich. Ein guter Bürger macht das. Ich gucke, dass ich meinen Job habe, ich habe meine Familie, ich habe eine Arbeit, wo ich hingehen kann, ich bin im Dialog. Das gibt mir eine Sicherheit, dass ich am Ende des Monats mein Konto voll habe. Dann mache ich weiter. Und der bleibt quasi in dem Prinzip drin. Also das meine ich nicht affig, das meine ich ernst, weil das gibt eine stabile Grundlage. Ich muss nicht jeden Monat am Ende befürchten, schaffe ich den nächsten Monat. Nein, das gibt eine Standkraft. Die Künstler, die haben es da schwieriger, weil es nicht immer so kontinuierlich sich verhält. Die müssen diese Kraft woanders herholen. Nicht auf dem Konto, sondern in ihrem eigenen Arbeiten. Und es ist ein Zyklus, der kann sich immer wiederholen. Ich stehe wieder jeden Morgen auf, ich zentriere mich, dann komme ich in meine Arbeit, was ist denn heute dran, das erledige ich und komme nach Hause. Und das jeden Tag. Das kann einem aber ein bisschen zu wenig sein. Und da kommt jetzt das zweite Viertel. Ich gehe mit Interesse in andere Bereiche raus. Strecken Sie mal den einen oder anderen Arm aus. Mit Interesse, frühlingshaft, wie macht denn das mein Nachbar? Der erzählt schon wieder, der war in Thailand oder in Indien oder weiß der Kuckuck wo. Wieso macht er nicht einfach seine Arbeit regelmäßig weiter? Das ist aber interessant, was der da erzählt. Da höre ich mal gerne zu oder ich möchte selber so eine Erfahrung machen. Das heißt, aus diesem bodenständigen Ankommen kann ein Bedürfnis auftreten, mein Wissen, meine Erfahrung zu erweitern. Beim Kochen. Ich kaufe mir ein Buch, Wok kochen. Wie geht denn das? Dann bin ich nicht an meinem Gewohnten, was ich von zu Hause gelernt habe, sondern da kommen andere Prinzipien. Ich muss mich einarbeiten. Man kann sagen, es ist auch eine Bewusstseinserweiterung. Und ich hole eine Erfahrung. Das ist das N. Schön ist, dass neu mit N beginnt. New, neuf, neu. Also ich tauche irgendwo ein und hole mir eine neue Erfahrung. Das kann in alle Richtungen gehen. Eine Erfahrung am eigenen Leib. Komisch, die kleine Zehe spüre ich ja gar nicht. Könnte ich ja mal angehen. Ich hätte Lust, eine neue Sprache zu lernen und überschütte mich erstmal mit diesen ganzen neuen Worten. Eigentlich bin ich wie überladen, werde genährt, werde innerlich bereichert
Und das mache ich so oft, es gibt Leute, die machen das jeden Tag, irgendwas Neues anreißen. Jetzt bekomme ich das Problem, das muss ich ja irgendwie sortieren. Kann ich nur jeden Tag 10 neue Anregungen haben? Ich muss es innerlich verarbeiten. Da kommt der nächste Schritt, das R. R ist das Verarbeiten, Verdauen, Einsortieren von diesen ganzen Details. Vielleicht muss ich was Altes rausschmeißen, Feng Shui. Ich kann ja meine Wohnung nicht komplett überladen. Was greife ich für mich auf, dass es eine neue Stimulation, eine neue Anregung gibt? Nach Steiner ist R ein Verdauungslaut. Super, kann man verstehen. Wenn ich an einem Buffet bin und da rumnippe und probiere, dann muss ich das, was ich alles da reingestopft habe oder probiert habe, muss ich ja nachverdauen. Und man merkt manchmal, wenn man zu viel gegessen hat, dann wird es schwierig. Wenn zu wenig reinkommt, wird es auch schwierig, dann wird so ein Vakuumerlebnis geweckt im Bauch. Der will was verdauen. Das ist im Energetischen und Seelischen genau dasselbe. Also nochmal, eine Neuigkeit reinholen und die integriere ich in mein schon Vorhandenes. Ob das ein neues Möbelstück ist, dann schiebe ich mal die Betten und die Schränke rum, bis es irgendwie passt. Das Teil brauche ich nicht mehr und da kann ich damit auch was rausschmeißen. Und hole aber wieder was Neues rein und schiebe so lange rum, gliedere es ein. Das kann auch rechts, links sein. Alles Drehende, Wälzende, das kann wie ein Tornado sein. Das drehende Prinzip, die Hände, die folgen sich immer. Man kann es auch umgekehrt, dann kommt es ein bisschen wie so eine Tsunamiwelle auf mich zu. Viele mögen den Laut nicht so, weil er ist ein bisschen stressig, weil da dauernd was Neues kommt. Also man muss es nicht stundenlang machen, aber in sich beobachten, das integriere ich. Oder wälze es um. Und wenn ich innerlich wie eine neue Ordnung geschaffen habe, dann kommt ein Moment, wo ich merke, jetzt schiebe ich nicht mehr rum, so lasse ich es jetzt. Dann setze ich mich hin und gucke, ist es mir so wohl, kann ich mich da drin entfalten. Das ist das L. L ist der Laut, der einzige Wasserlaut, der immer im Fluss ist. Ist der Repräsentant von Prozesshaftigkeit pur. Es beginnt an einem Moment, die Quelle, sprudelt Bächlein, Flüsse, Seen, Meere. Dann kommt die Sonne und verdunstet das. Es löst sich auf, Wolkenbildung, regnet wieder ab und bildet neue Quellen. Das Wasser ist immer da, einfach in einem anderen Zustand. Und es ist schwierig zu sagen, gucke ich jetzt erst bei der Quelle oder bei der Wolke oder am Meer. Das ist eine Entscheidung, wo ich in den Prozess eintauche. Und machen Sie das mal ganz groß und beobachten Sie Ihre Schultergelenke nicht drücken, sondern innerlich durchfließen lassen, wie Öl, durchs Schultergelenk und jetzt vor allem hinten runter, dass ich nicht halte und drücke, dann tut es weh, sondern den ganzen Rücken runter fließen lassen. Das L ist eine Hilfe, dass Sie die ganze Nackenpartie, die ganze Rückenmuskulatur, die Faszien links und rechts von der Wirbelsäule innerlich loslassen und durchströmen lassen. Und jetzt ist es wieder wie vorhin beim B, dass ich nicht innerlich quasi unbeteiligt dastehen und denke, das ist ja unbequem. Da sehen Sie, ich mache das innen nicht, sondern ich rudere angestrengt, mechanisch aus den Armen. Und dann stinkt es einem sofort. Muss man es nicht machen. Verkleinern und innerlich versuchen, sich aufzurichten, Umkreisbeziehung und dann wieder loslassen. Zusammenführen. Innerliches Aufrichten, Umkreis und beim Runtergehen ist es gut, wenn die Hände nach unten gucken. Dann regnet es wie ab. Genau. Und das kann man langsam größer werden lassen. Damit dehnen wir unseren Ätherkörper, unsere Energie, die sich entfaltet. Das ist quasi wie eine Quelle,
in der wir, die können wir wie durchputzen, dass die Energie besser ins Fließen kommt. Ich kann das auch nur versuchen, unten mit den Füßen zu machen. Oder mit den Knien, die Knie mitbewegen. Oder durch den ganzen Beckenraum. Da gibt es wieder tausende von Variationen. Kalte Hände kann man durch diese Bewegung da oben alles lösen und dann fließt die Wärme auch wieder bis in die Fingerspitzen rein. Also N, R und L sind die drei in der Zwölferreihe, wo wir insbesondere das Lebendige in Schwung bringen. Ich habe gestern, die dabei waren, da über diese vier Stängelchen gesprochen, mehr physischer Bereich, energetischer, seelischer und Ich-Bereich. BMD bildet die Grundlage fürs Physische. NRL sind die Medikamente, die Übungen, in denen wir das energetisch-ätherische in Bewegung bringen können. Morgen gehen wir dann da, übermorgen dahin. Die hängen natürlich alle zusammen. Wir machen es noch einmal zum Schluss alle sechs durch und dann schließen wir ab. Innenraum bilden, zentrieren, eigener Schutz. In Dialog treten, von innen nach außen mit der Welt, M. Und aus diesem Dialog eine Sicherheit bilden. Und das Interessante ist, wenn ich die Sicherheit greife, kommt mir da auch was entgegen und das richtet mich auf. Ist eigentlich eine Gegenbewegung mit drin. Dann stehe ich eigentlich gerade da. Aus dieser Selbstbewusstheit greife ich neue Impulse auf. Ich muss rausgreifen. N. Was ist denn Anthroposophie? Ich gehe da mal hin, ich nippe da, ich lese mal was. Das ist eine N-Bewegung. Sich orientieren. Ob es mich nachher interessiert, ob ich es integrieren kann, das werden wir sehen. N. Vielleicht teilweise integriere ich, ich probiere es mal aus. Ich kann es immer noch rausschmeißen, wenn das Möbel nicht stimmt. R. Versuche es mit meinen Gewohnheiten, mit meiner Biografie zu vereinbaren. Und wenn sich's zeigt, da blüht was auf, da kommt was in Bewegung, kann es nicht ganz daneben gewesen sein. L. Und es geht immer darum, dass ich meine Lebensprinzipien damit beobachten lerne. Steiner sagt, diese Laute, diese Begriffe sind Ausdruck des Lebens. Wir können damit ausdrücken, was als Lebensprinzip in uns lebt. Und nicht Anthroposophen-Lieblingsvorstellung, Anthroposophentanz irgendwo drüber stülpen. Das ist es nicht, das ist viel mehr. Ob man Interesse hat, dahin zu gucken und das zu praktizieren, das darf jeder selber entscheiden. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Dankeschön alle, die zu Hause mitgemacht haben. Wer möchte, kommt morgen wieder und dann bauen wir darauf auf. Einen schönen Tag. Thank you.